Ja, ich freue mich ganz, ganz besonders, wie sehr sich dieses Feld, was ich mir so vorgestellt habe, wo Traumaheilung und Spiritualität zusammenfließt, wie sich das entfaltet und in welcher Geschwindigkeit inzwischen. Das sehe ich an den Zugriffszahlen, an den Besucherzahlen auf meiner Webseite. Das hat sich verdoppelt in den letzten Wochen, an den Mails, die ich bekomme. Also es geht wirklich voran. Und diese Verbindung, die findet ja nun statt in Form von Veranstaltungen, die ich mache, Gruppen und eben den Gruppen vor Ort, den lokalen Gruppen, wo ich nicht dabei bin. Das Ganze ist jetzt so virtuell vernetzt. Es gibt Videos, es gibt meine Webseite mit Daten und so, mit PDFs und Audios. Ich möchte aber noch auf der physischen Ebene eine Schnittstelle haben. Das heißt, ein Symbol, woran die Menschen, die an diesem Feld teilnehmen oder die sich dafür interessieren, sich wiedererkennen oder daran sehen, dass jemand da drin auch unterwegs ist. Und das Symbol, was da kam, ist ein G mit einem Kreis drumherum. Ich nenne das einfach G für G auf Englisch ausgesprochen. Und das steht für, also das kam einfach für global, für Gemeinschaft, für gesund, für glücklich und natürlich auch für global. Ja, und das Schöne an diesem Buchstaben G ist, ich finde, der hat eine schöne Form auch, weil wenn man das mal anschaut, dieses G, das beginnt irgendwo in der Mitte, geht nach oben, dann nach unten, dann wieder in die Mitte und dann nach innen. Das ist für mich die Definition unserer Schnittstelle, dieses Symbol. Das heißt, jemand, der das hat, der ist zumindest daran interessiert, an einem authentischen und ehrlichen Austausch. Genau, und damit bringe ich dieses Feld oder möchte ich dieses Netz gerne runterbringen auf die physische Ebene. Und vielleicht, ja, etabliert sich das Symbol so als Andockpunkt. Es gibt auf meiner Homepage einen Link dazu, sowohl mit kleinerer und mit höherer Auflösung, also mit unterschiedlichen Auflösungen. Die Bitte ist aber, die Farbe zu lassen und die Form, also es nicht zu verändern. Größe und Auflösung, klar, kann man ändern, aber bitte nicht die Farbe und die Form, das so lassen. Was ich möchte, ist mit diesem Ganzen, was ich hier mache, etwas Neues in das Bewusstsein, in das Kollektiv einzubringen oder anzubieten. Und zwar etwas, was uns hilft. Wir haben ganz viele Rituale und Strukturen, die nicht hilfreich sind. Genauso gut kann man auch Rituale installieren, die förderlich sind, uns helfen, die Gesundheit fördern und die Energie hochbringen. Davon haben wir in unserer westlichen Gesellschaft fast nichts mehr. Und das, was ich mache, hier soll ein solches Ritual uns wieder zur Verfügung stellen. Und zwar ein ganz einfaches, das frei ist von Traditionen, frei ist von Religionen, frei ist von therapeutischen Inhalten, frei von spirituellen Inhalten. Also das ist so simpel, ja, und das trifft unsere Bedürfnisse im Kern. Und wir können daraus ein Ritual machen, so dass das gar nichts Neues ist, sondern dass das irgendwann ganz selbstverständlich ist, sich ehrlich auszutauschen. Und dafür ist dieses Symbol da, um das sozusagen in die Physis mehr zu bringen, um das weiter zu verankern, wo sich dann Menschen andocken können, ja, um das, und damit das mehr Kraft und Substanz und Verankerung hier bekommt. Und es ist ja eine völlig andere Welt möglich. Wir können das ändern, wenn wir feststellen, das, was man uns da anbietet, wo man uns immer wieder rein hypnotisiert, dass alle Energiebewegungen in eine Kaufentscheidung münden, in den Konsum von etwas, dass uns das nicht hilft, dann können wir das ändern. Wir können also neue Dinge etablieren. Das heißt, wir biegen einfach anders ab. Statt also was zu kaufen oder zu konsumieren, treffen wir uns mit jemandem, der auch auf diesem Weg unterwegs ist, und wir tauschen uns aus. Und dann irgendwann als Gruppe. So. Und dann passiert etwas Neues.